Servus meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pokémon Y Let's Plays. Heute mal wieder mit mir, dem Bär, der Zielfinger und... Ja... Oh, direkt mal ein Kampf gegen eine Exorzistin, glaube ich. Oder ist es eine Exorzistin? Wenn das eine eine Hexe. Okay, es ist eine Hexe. Vergessen wir das ganze Wort, hat rein und gar nichts, mit... Ja, dem Film zu tun, den ich mir eben reingezogen habe. Ja, ich habe mir eben den Exorzisten reingezogen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den Namen so richtig ausgesprochen. Exorzist. So, Exorzist. Ja, das war richtig. Habe ich mir eben reingezogen. Boah, Leute. Heftiger Scheiß. Das war der Original. Das Original meine ich. Aus den 80er Jahren. Also 1973. Und es war schon tough, sage ich euch. Und wow. Dragoon ist down. Nach einem Spukball. Okay, ist ein Alpollo, von daher passt das ja eigentlich. Einige haben sich darüber, oder irgendeiner kam auf die Idee und hat gefragt, ey Alter, du benutzt das Glücksei, kein Wunder, dass deine Pokémon overlevelt sind. Und irgendwie hat es aber einen Klick gemacht und, ja, ich könnte ja natürlich den Schaden, oder was heißt den Schaden, das Level meiner Pokémon begrenzen, indem ich einfach das Glücksei nicht mehr auf jeden x-beliebig draufhaue. Und da stimme ich euch natürlich voll und ganz zu, da habt ihr auch vollkommen recht. Ansonsten habe ich jetzt herausgefunden, dass Dragoon sich auf Level 50 entwickelt. Ein sehr schönes Level, wie ich finde. Besser als 55. Ich meine, in 10 Level ist es soweit. Und dann haben wir ein wunderschönes Dragoon. Yeah, das war der Michael Jackson in mir. MJ is alive, sage ich dazu nur. Michael Jackson liegt, ja. Und zwar in mir weiter. Kleiner Scherz am Rande. Ja, aber eigentlich... Ja, ich suche gerade was zu erzählen. Und ich habe auch eigentlich auch viel zu erzählen. Ich meine... heute war ich, oder ich habe es ja schon, glaube ich, in der gestrigen Episode angekündigt. Ich war krank. Ja, ich habe es richtig geahnt. Ich war mein Doktor und der hat mir gesagt, yo, Herr Bang, Sie haben komischen Druck in den Ohren. Und zudem muss ich Ihnen leider mitteilen, dass, Ihre Nase ein Virus eingefangen hat. Ja, meine Nase ist verstopft. Ich habe mir eine kleine erkältungsähnliches... Ein kleines erkältungsähnliches Virus irgendwie eingebrockt. Sehr nervig und eigentlich wäre ich sogar morgen noch krank geschrieben, aber ich werde auf jeden Fall morgen nochmal zur Schule gehen, weil ich jetzt gestern schon gefehlt habe. Ich glaube, ich habe letzte Woche auch schon mal gefehlt, weil es mir da nicht gut ging und dementsprechend sage ich dazu nur, wisst ihr was? Ich gehe da jetzt hin, ich ziehe das durch und ja, es bockt, es macht Spaß und das muss sein. Ansonsten läuft jetzt nebenbei gerade das Algerien-Russland-Spiel. Und zudem schwitze ich mich gerade tot wie sonst was. Boah, Alter, die Heizung ist an. What the hell? Boah, ist das warm. Gerade hier am Schwitzen wie eine Sardine. Ich glaube, ich muss mich gleich ausziehen. Nur ohne die sexy Musik, ja? Also, ich möchte ja nicht, dass hier einige von euch vor euren Rechnern in irgendeiner gewissen Form auslaufen, vermag ich zu sagen. So, gar munter jetzt gegen einen Quapuzzi. Und irgendwie ist das total scheiße. Ich teste jetzt einfach mal, ob das Quapuzzi H2-Absorber hat. Und es hat H2-Absorber. Wie hätte ich überhaupt auf die Idee kommen können, dass es kein H2-Absorber hat? Hätte ja auch Feuchtigkeit haben können, aber Feuchtigkeit macht keinen Sinn. Nein, Feuchtigkeit... Feuchtigkeit muss nicht sein. Ständige Muckereien. Frankfurt Main. Nee, muss nicht sein. So, dann schicke ich einfach mal meinen Schatz rein. Passiert ein Lebensschuss, aber sollte immer noch schneller sein als dieses Quapuzzi. Man, das ist ein motherfucking Raichu. Und Raichu benutzt erstmal Donnerblitz, um dieses Quapuzzi zu besiegen. Ja, ansonsten, ich habe ein Logok verboten. Ich darf Logok jetzt erstmal eine Zeit lang nicht benutzen. Ihr wisst auch warum. Und, oh, Schafax. Ah, geil. Schafax ist ja ein Drache, ne? Wow, da können wir direkt mal ein Feen-Pokémon einsetzen. Das finde ich jetzt extrem süß. Ah, Schafax gegen meine Fee. Jo, ja, Schafax hier groß, dick und bulky und meine Fee hier klein, süß und putzig. Wer geht denn jetzt als Sieger vom Feld? Das werden wir jetzt einfach mal ganz normal beobachten. Er boostet sich mit einem Drachentanz hoch, macht uns ein bisschen Angst, aber boah, guckt euch mal Feenbrise an. Oh, unglaublich, wow. Gefolgt von einem Verhöhne, aber tut mir leid, warum sollte ich mit irgendeinem nicht physischen Move angreifen, wenn Verhöhne dich jetzt sowieso K.O.t, mein Freund? Tja, das war nicht wirklich schlau, vermag ich zu sagen. Und Level 40 und Flower Power. Flower Power wants the evolution. She wants the E. Ja, und nochmal Gabamutter. Weil Gabamutter gegen Krakelo einfach die besten Chancen hat im Regen. Mal eben einfach einen Surfer draufhauen und Surfer ist dann natürlich ein K.O. Und
Ihr seht schon, das was er bei Gamma Bunta die ganze Zeit hin und her baumelt, ist nicht in etwa sein ein stylischer Schal, den er hier von Primark geklaut hat, gekauft, weil er ist ein Ninja, er hätte ihn auch von Primark klauen können. Ja, und da ist auch nichts irgendwie eingeritzt von irgendwelchen, ja, dritte Weltarbeitern, um mal jetzt hier so eine kleine Überleitung zu einem bisschen ernsteren Thema zu finden. Und ey, cool, Toxin, geil. Ja, um eine kleine Überleitung zu einem bisschen ernsteren Thema zu finden und ja. Ist natürlich nicht schön sowas, ne? So Ausbeutung. Wie haben wir das nochmal genannt? In Englisch war, wie hieß es nochmal? Ex noch was. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ex Ausbeutung. Mann, warum fällt mir das nicht ein? Das war doch so ein richtige. Das war eine richtige, richtig wichtige Vokabel in der 13. Aber es fällt mir gerade leider nicht ein. Leider. So, und... Oh, ein Laukaps. Laukaps ist cute. Das wird zu einem sexy Ace Cavalier. Das würde ich auch gerne mal in Let's Play benutzen. Frage ist, wie entwickle ich das? Aber... Hier würde das prinzipiell sogar gehen. Indem ich einfach mit meinem DS tauschen würde, mit meinem zweiten. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal eine Nuzlocke. Nur dann hier. Nee, geht gar nicht. Das ist irgendwie, vielleicht wird es eine Modifikation zu irgendeinem der Teile geben, aber wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Ich meine, wie denn auch? Aber. Ja. Ja, nee, dann müsste ich ja Y nochmal Let's Play, nur als Nuzlocke. Das macht keinen Sinn. Dann Let's Play ich lieber irgendwas anderes. Irgendwas aus der 5. Gen. Ja, hat natürlich dann nicht den 6. Gen Flavor, aber 5. Gen ist auch geil. Sowas wie. Oder irgendwie ein Game Boy Advance Hack-ROM. Ja, auf jeden Fall. Ja, nach Y kommt dann vielleicht so als kleine Überbrückung bis Pokémon Alpha Saphir als Let's Play kommt. Ja, ich werde Omega Rubin privat spielen und Alpha Saphir wird dann auf jeden Fall das Let's Play sein. Könnt ihr euch schon drauf gefasst machen. Also beide Editionen werden natürlich geholt. Muss sein, ist Pflicht. Pipapo Ananas. Und ja, hier finden wir erstmal die TM61 Irrlicht. Strategisch extrem gut. Besonders auf Geister-Pokémon. Von daher solltet ihr euch ehrlich auf jeden Fall besorgen, wenn ihr es hier noch nicht besorgt habt. Ich glaube, ich habe sogar die TM hier anfangs erstmal übersehen, weil ich einfach diesen Eingang hier rechts anhand des Busches da im Vordergrund nicht sehen konnte. Man vermag zu behaupten, ich sei blind, aber ich bin definitiv nicht blind. Ich habe Sehstärke 100%. Ich habe ziemlich gute Augen, ja. Also als Kind dann. Da wurde ich immer mit Möhren gedrillt. War nicht selten, dass meine Mutter mich einfach mal mit Möhren vollgestopft hat, bis zum geht nicht mehr. Ja, das waren schon gute Zeiten. Also wenn ihr irgendwann mal Kinder habt, stopft da bloß die Möhren so rein, wie es geht. Ansonsten müsst ihr auch noch Geld für eine Brille bezahlen und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Ich meine, unnötig Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, wozu, wenn die Augen dann topfit bleiben können. Von daher, meine Freunde, macht euch nicht die Mühe. Was heißt, macht euch nicht die Mühe? Gebt euch Mühe, füttert eure Kinder mit schönen Karotten, mit schönen Möhren. Und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass ihr dann später irgendwie Brillen kaufen müsst. Wenn ihr dann irgendwie beim Sportunterricht eine Brille ins Gesicht kriegen, ist ja auch nicht so schön, ne? Stellt ihr euch mal vor, die geht kaputt. In der Grundschule kommt das häufig vor. Deswegen sollen die Kinder auch immer beim Sport ihre Brillen abnehmen. Aber manche machen das leider nicht. Und dann kriegen die halt irgendwie einen Ball ins Gesicht oder so. Oder halt auch einen Schulhof. Von daher spart euch die Mühe, spart euch das Geld. Kauft euch lieber von Anfang an Karotten mit Möhren. Erspart ihr euch die Brillenkosten für eure Kinder später. Also nicht, dass ich was gegen Brillen hätte. Meine Eltern tragen Brillen. Meine Schwester trägt eine Brille. Ich trage keine Brille. Woran das wohl liegen mag, keine Ahnung. Ja, es liegt einfach daran, ich habe Möhren gegessen, meine Schwester nicht. Ja. Meine Eltern auch nicht früher, als sie klein waren. Ja, egal. Komm mit, hier geht's lang. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Das ist also das besagte Haus. Sieht auf jeden Fall schon mal gruselig aus, was? Dann lass uns gleich mal reingehen. Ja, wir werden da natürlich auch reingehen und... Was? Wir sollen gleich rein? Ist das euer Ernst? Serena ist ja leider nicht hier, da sie mit dem Training ihrer Pokémon beschäftigt ist. Aber ich möchte eigentlich schon mit eigenen Augen sehen, was an den Gerüchten dran ist. Also lass uns ohne sie reingehen und nachsehen. Da hast du völlig recht. Also gut, dann gehen wir jetzt, gehen wir da jetzt hinein. Auch wenn wir nicht ganz vollzählig sind. Ja, lass mal reingehen und... Wow! Hallo? Oh, shit. Dann legen wir mal los. Oh, shaky Kamera.
Es begab sich vor dunkler, vor langer, langer Zeit in einer dunklen und stürmischen Nacht. Der kalte Regen prasselte auf mich herab. Ich hatte mich im Wald verlaufen und fand mich irgendwann vor diesem Haus wieder. Das Licht funktionierte nicht, also durchsuchte ich vor Angst erfüllt das Haus. Es deutete nichts darauf hin, dass sich noch jemand in dem Haus befand. Ich tastete mich bis in die Küche vor und fand dort einen Kühlschrank. Als ich ihn öffnete, erhellte das schwache, fahle Licht das Zimmer ganz leicht, sodass ich endlich ein wenig vom Inneren des Hauses erkennen konnte. In einer Ecke des Raumes kauerte ein Mann. Ich war im Begriff, auf ihn zuzugehen, um ihm zu erzählen, dass ich mich verlaufen hätte, und ihn zu fragen, ob ich diese Nacht hier übernachten könnte, als plötzlich die Stimme des Mannes ertönte. »Nicht näher kommen!« Ich entschuldigte mich und versuchte dem Mann meine Situation zu erklären. »Bitte, Sie müssen mir helfen!« Der Mann erwiderte nur, »Ich rede nicht mit dir!« Ich erschrak und starrte den Mann verdutzt an. Daraufhin fragte mich der Mann, »Kannst du sie nicht sehen? Hinter dir! Die Männer ohne Gesichter!« Ja. Extrem gruselig, besonders wenn man das nachts spielt. Von daher, später spielen nicht nachts Pokémon FSK 18. Denkt dran. Und das war sie also, meine Gruselgeschichte, an die ihr euch noch sicher lange erinnern werdet. Vielleicht wollt ihr dafür ein kleines Trinkgeld zukommen lassen. Nicht, dass es euch eines Tages die gesichtslosen Männer nochmal einen Schrecken einjagen. Wir sollen für deine Geschichte zahlen? Naja, eine Runde mit der Geisterbahn kostet ja schließlich auch etwas. Möchtest du Trinkgeld geben? Nö, wir sind geizig. Lass uns von dir verschwinden. Hä? Was er schon? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Die Geschichte eben. Ich frage mich, ob die wirklich so passiert ist. Ah, interessant. Sehr interessant. Puh, also auf eine gewisse Art war das jetzt schon irgendwie gruselig. Naja, wenigstens war es ein kleiner Ausgleich dafür, dass du eigentlich kämpfen gehen wolltest. Normalerweise erzählt man sich solche Gruselgeschichten beim Kämpfen am Lagerfeuer, oder? Also ich habe erstmal genug von dunklen Orten und gruseligen Geschichten. Ich widme mich lieber wieder meinen Tanzübungen. Ich sehe euch dann später. Was mache ich jetzt? Ich mache mich wohl nach Romantia City auf. Lass uns bald wieder den Pokédex vergleichen, Reggie. Arrivederci, und was machst du jetzt, Anna? Ach, die chillt da noch, ihr Leben. Bruder, was machst du da, Habibi? Ja, egal. Wir erkunden jetzt noch das letzte Stückchen hier. In dem Sumpf. Und hier finden wir noch ein Item. Was ist das denn für ein Item? Bandsticker, der Geistattacken verstärkt. Also könnte eventuell irgendwann mal nochmal recht interessant werden. Ich meine, Geist-Pokémon. Bitte was? So, hast du noch was erzählt, Sana? Ja, eigentlich nicht. Nur dasselbe, was sie eben auch erzählt hat. So, wir schmeißen wieder die Dowsing-Maschine an. Dowsing-Maschine. Und wir sind in Romantia City angekommen. Yay. Boing, boing. Nimm einfach Folterknecht. Boing, boing. Da muss ich irgendwie immer an Brüste, Brüste. Habe ich gemalte Brüste denken. Egal. So, Äther finden wir auch noch. Not bad at all. Weil die haben gesagt, ich soll meinen Charakter wieder ein bisschen ändern. Völlig verständlich. Er sieht auch extrem scheiße aus, wie ich finde. Aber, ja. Alles zu seiner Zeit, ja. Wir hatten jetzt eine schöne Frisur. Jetzt haben wir eine scheiß Frisur. Was kommt als nächstes? Es kann noch besser werden. So, wenn ein A-Box sich häutet, bla 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 bla, lässt es irgendwie Haut liegen. Ja, erzähl mir mal. Schnee sag ich, dieses Wetter versüßt jeden Tag. Ist doch so, oder? Okay, alles klar. Also ich glaube, der Typ hat da vollkommen recht und der Typ, der ist einfach nur 1A. So, haben wir da noch was, irgendwas? Einen stylischen Laden hier. Also ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal stylisch einkleiden. So, die Mütze finde ich jetzt nicht so pralle, die Tasche auch nicht. So, ansonsten, oh mein Gott, das pinke Oberteil. Das müssen wir haben, ey. Pinkes Oberteil, Leute. Sehen wir aus wie Hakan, aber egal. Halbstiefel in Rot, die kaufen wir uns auch. Skinny Jeans, mal gucken. So, ansonsten, T-Shirt mit V-Ausschnitt in Schwarz. Das kaufen wir uns auch. Skinny Jeans. Ja komm, holen wir uns mal die Jeans. So, Skinny Jeans kaufen wir uns jetzt auch. Also wir räumen jetzt den kompletten Laden aus. Pop-Streifenhemd holen wir uns jetzt auch. Pop steht für Pokémon Organized Play. Also falls ihr es noch nicht wusstet. Die Halbstiefel holen wir uns auch. Und wow, wir sehen jetzt irgendwie aus wie Rich Motherfuckers, muss ich sagen. Also reich und schön. Aka The Banks.
Mysteriös, wie überaus mysteriös. Die Fähigkeit Feenschicht macht aus Attacken des Typs normal, welche von Typ Fee. Ja, das ist eine neue Art von, das ist eine neue Art. Ah. Eine Pokémon. Cool. Das ist eine neue Art von Pokémon-Fähigkeiten oder Pokémon-Charakteristiken. Und zwar sowas wie diese Feenschicht, von der die Dame gerade eben erzählt hat. Von daher, es gibt noch eine andere, die heißt Frostschicht, glaube ich. Die macht einfach aus normalen Attacken Angriffe des Typens Eis. Und die haben auch einige Pokémon. Also ist auf jeden Fall keine schlechte Fähigkeit. So, gibt es hier denn noch irgendwas Interessantes? Nö. Ich würde sagen, bevor wir die Episode jetzt beenden. Nee. Dopingmittel kaufen wir jetzt nicht für unsere Pokémon. Aber. Mein Akku ist schon schwach. Das heißt, wir sollten uns jetzt langsam zügig beeilen. So, Supertrank. Das reicht erstmal. Ansonsten werden wir uns jetzt noch schick und stylisch einkleiden. So, ich hoffe auch, mein Akku geht da nicht zu Ende. No risk, no fun. Müssen wir halt irgendwie schaffen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt Kopfstreifen nehmen. Das sieht cool aus. Auch wenn es pink ist. Ansonsten das V, der V-Ausschnitt. Sieht auch stylisch aus. Und das Hakan-Hemd. Richtiges Hakan-Hemd. Ich würde sagen, wenn jetzt hier einfach mal das Pop-Streifenhemd an. Keine Ahnung warum, aber ich finde das irgendwie cool. So ein Streifenhemd und darüber dann noch, auch wenn es pink ist, dann noch die rote Hose. Ja, ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. So, Stiefel. Wie sehen denn die Stiefel aus? Ja, komm, warum nicht? So, ist das vielleicht too much? Wie sieht denn die Tasche aus? So, okay, machen wir mal so. Ansonsten, Egan hat sich über die Sonnenbrille beschwert. Dir zuliebe nehme ich die Sonnenbrille ab und pack den Pin drauf. Und wir nehmen natürlich dann noch die rote Pokéballkappe. Wow, gucken wir uns mal an, wie wir aussehen. Und. Also, ich finde, wir haben schon einen gewissen Style. Nur die Haare zacken. Hätten wir jetzt noch lange Haare, dann wäre das deutlich schöner. So, egal. Mit einem neuen Style melden wir uns zurück. Heil eben unser Team. Und ansonsten würde ich sagen, meine Freunde, in der nächsten Episode geht's weiter mit Romantia City. Da erkunden wir einfach mal Romantia City. Packt uns eventuell sogar den 6. Orden. Ja, hier gibt's eine Arena. Und was für ein Typ das sein wird, wartet's ab. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Also, meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut. Bis bald und ciao. Euer Rigi.